das ist wie, als wenn du auf Schalke gehst. Das kriegt man angeboten und dann bleibt man immer dabei bei Chemie. Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Chemie, das ist wie eine Sucht. Als Betriebssportgemeinschaft BSG gegründet, war Chemie der Arbeiterverein Leipzigs. Die Fans kamen traditionell aus den Industriebetrieben in Plagwitz, Lindenau und natürlich Leutsch. Schon ein Jahr nach der Gründung 1951 spielte Chemie um die Meisterschaft. 20.000 Leipziger begleiteten ihre BSG zum Entscheidungsspiel nach Chemnitz. Gegen Turbine Erfurt siegten die Deutscher mit 2:0. Chemie war Meister. Doch der Verein der volkseigenen Betriebe VEB Lacke und Farben war den DDR-Oberen ein Dorn im Auge. So mussten immer wieder Spieler zur Mannschaft der kasernierten Volkspolizei Leipzig wechseln. Selbst SED-Chef Walter Ulbricht wollte die Leistungsträger zum nach ihm benannten Club Chemiehalle Leuna abkommandieren. Die Spieler wehrten sich. Chemie galt als Opposition im Sport. 1954 wurde der Verein per Verfügung abgewickelt. Fast 10 Jahre verschwand die BSG in der Bezirksklasse. Die Spieler wechselten zu den neu gegründeten Sportclubs Lok und Rotation. 1963 fusionierten diese Sportclubs zum großen SC Leipzig. Den frei gewordenen Oberliga-Startplatz bekam Chemie zurück und war als sogenannter Rest von Leipzig Abstiegskandidat Nummer 1. Doch unter Trainer Fuchs Alfred Kunze gelang das Unfassbare. Chemie holte sich den Meistertitel 1964. Alfred, komm her. So, so. Schön sind Sie noch. So, so. Ihr seid eine Truppe, nur. Wer hat mich für eine Truppe, du? Männer. Mein Herz ist tief empfunden. Danke. Der zweite Titel vor dem Sportclub aus Rostock und dem Ortsrivalen. 2 Jahre später wurden die Grün-Weißen noch einmal DDR-Pokalsieger. Matul und Tor 1:0. Die Funktionäre wollten aber die Sportclubs weiter stärken. Die besten Spieler verließen Leutsch in Richtung Probstheiler zum 1. FC Lok. Chemie stieg 1971 ab. Kämpfte sich aber immer wieder nach oben. Der Chemiegeist ist bis heute ungebrochen.